David Wozniak. Sie sind der biologische Vater von 533 Kindern. Das ist nicht möglich, der Vater von 533 Kindern zu sein. Es ist unmöglich, der Vater von 4 Kindern zu sein. Genau. David verzweifelt. David macht sich auf die Suche nach einigen seiner Kinder und stellt allmählich fest, dass er sich ihnen verbunden fühlt. Between him and these kids. Sie brauchen einen Schutzengel. Sie brauchen jemanden, der auf sie aufpasst. Action! David tritt in ihr Leben zu einem Zeitpunkt, an dem sie gerade erwachsen werden. Das ist sehr bewegend. Ich bin selbst Vater. Und durch die Geschichten dieser Kinder verschiedenster Herkunft lernt man all die Dinge kennen, die Eltern durch den Kopf gehen. Ihre Wünsche und ihre Sorgen. Hey, was soll denn das, Kumpel? Hast du noch nie eine Frau gesehen? Jemandem in all diesen Situationen zuzusehen, ist sehr spannend. Ja, du hast das im Blut. Es beginnt für ihn ein großes Abenteuer, in dem er diese Kinder kontaktiert. David sieht sich dabei nicht als Vater, sondern vielmehr als eine Art Schutzengel. Taxi! Er versucht, etwas Gutes in ihrem Leben zu bewirken und rutscht dann doch ab und zu in die Vaterrolle. Zu verschiedenen Zeiten die Morris Jumel Mansion ihr Heim. Tolle Sache. David nimmt mehr und mehr eine Rolle im Leben seiner Kinder ein und versucht, die Zukunft seiner Sprösslinge positiv zu beeinflussen. Dribbeln, du musst... Wieso dribbelt er nicht? Das ist das möglicherweise Schönste, was mir je im Leben passiert ist. Ich wollte ergründen, was Vatersein ausmacht und was man als Vater bewirken kann. Du hast nicht das Zeug dazu, Kinder großzuziehen. Der Film schreibt nicht vor, wie man als Vater zu sein hat. Er möchte vielmehr humorvoll die Emotionen zeigen, die man als Vater haben kann. In meinem Leben neige ich dazu, die falschen Entscheidungen zu treffen. Sag mir, dass das heute Abend nicht wieder die falsche Entscheidung ist. Nein, ist das nicht. Im Kern des Films geht es um Familie und darum, seinen eigenen Weg zu finden. Dieser herzerwärmende Optimismus des Films ist sehr bewegend. Zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, das Richtige zu tun. Wenn du auf diese Kinder aufpasst, trägst du dabei so eine Art... Ich habe nicht Superheld gesagt, ich habe Schutzengel gesagt.